Platin tritt oder die seltsam Kenzi Video, Platin tritt lohnt es sich momentan überhaupt noch in Edelmetalle zu investieren? Die Entwicklungen in den letzten Monaten sahen für Gold, Silber, Palladium und Platin nicht gerade rosig aus. Warum könnten Anleger gerade jetzt erfolgreich am Rohstoffmarkt sein? 2015 war für die Edelmetalle bislang kein glänzendes Oft, aus dem Blickfeld vieler Anleger und Trader. Doch Gold, Silber, Palladium und Platin legten in diesem Jahr gerade in solchen Situationen lohnt es dann immer wieder, den Rückwärtsgang ein und gerieten damit auch, wieso sich diese Werte genauer anzuschauen. Zum Jahresanfang rückt besonders ein Trade in unseren Fokus, ein saisonaler Platintrade mit einer enormen Trefferquote. Innerhalb unseres Trading-Dienstes, Tradinggruppe 2.0, www.tradinggruppe.de, nutzen wir neben der Charttechnik als Timing-Instrument auch verschiedene Vorfilter wie die Saisonalität, das Sentiment und die Co-Daten, aber auch verschiedene Statistiken, um einen Gewinnvorteil bei den jeweiligen Trades zu haben. Eine Kombination aus Saisonalität und einem statistischen Ansatz bringt uns einen saisonalen Platin-Trade mit einer hervorragenden Trefferquote über die letzten Jahre. Der Platinpreis ist in diesem Jahr um über 28% eingebrochen und gehört damit zu den größten Verlierern im Rohstoffbereich. Gerade in den letzten Wochen kam das Edelmetall noch verschaffen, wie gut der saisonale Trade in den einzelnen Jahren funktionierte. Hier ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der Übersichtlichkeit nur der Einstieg sowie der letzte Teilverkauf gekennzeichnet sind. Gerade im letzten schauen Anleger jedoch auf die Saisonalität, Bild 1, so wird schnell klar, dass in der Zeit ab Mitte Dezember bis in den April tendenziell mit einem steigenden Platinpreis zu rechnen ist. Die Saisonalität jedoch als einzige Grundlage für einen Trade heranzuziehen, ist in der Regel nicht ausreichend, da diese nur eine Tendenz angibt und weitere Vorfilter mit einbezogen werden sollten. Im vorliegenden Fall von Platin ist ein passendes Trading-Setup zu sehen, welches durch eine statistische Auswertung gefunden wurde, die in Tabelle 1 aufgeführt wurde. In Bild 2 ist der Chart von Platin und die Entwicklung der letzten 11 Jahre zu sehen. Seit dem Jahr 2004 ist der Einstieg am 21. Dezember Trading-Zeitraum vom 21. Dezember 2014 bis zum 20. April 2015 bescherte uns dieses Trading-Setup auf den ersten Blick einen Verlust. Eine Anpassung des Stop-Loss-Levels während des Trading-Zeitraums half allerdings dabei, auch diesen Trade mit einem positiven Ergebnis abschließen zu können. Anfänglicher Stop-Basiswert 10% sollte einer der Daten auf einen börsenfreien Tag fallen, so gilt der nächste Handelstag. T1, statistische Auswertung für Platin wurde ein Trading-Setup durch eine statistische Auswertung gefunden. Quelle, www.tradinggruppe.de, Datum Aktion 21.12. Long 16.0E500-O Teilverkauf, Stopprestposition auf Einstand, 17.2.25% Teilverkauf, 20.4.25% Teilverkauf, anfänglicher Stopp, Basiswert 10% sollte einer der Daten auf einen börsenfreien Tag fallen, so gilt der nächste Handelstag. T2, angepasstes Trading-Setup. Das angepasste Trade-Setup zeigt den Fall, wenn man das Stop-Loss-Level nach dem ersten Teilverkauf am 16. Januar auf den Kaufkurs nachzieht. Quelle, www.tradinggruppe.de, Anpassung des Stop-Loss-Levels. Zieht man das Stop-Loss-Level nach dem ersten Teilverkauf am 16. Januar auf den Kaufkurs nach, so wird im Falle eines Stop-Loss-Events zwar ein danach eventuell weiter anziehender Platinpreis verpasst. Jedoch wird dadurch auch das Risiko reduziert. Das angepasste Trading-Setup ist in Tabelle 2 abgebildet. Dass dies auch in der Praxis so funktioniert, ist am diesjährigen Ergebnis des Platin-Trades zu erkennen, der innerhalb der Trading-Gruppe 2.0 getätigt wurde und ebenfalls mit einer Anpassung des Stop-Loss-Levels arbeitet.
In Tabelle 3 ist zu erkennen, dass auch der letzte saisonalen Platin-Trade positiv abgeschlossen hat, obwohl es auf den ersten Blick, siehe Bild 2, nicht so aussah. Doch durch das Anheben des Stop-Loss-Levels auf Einstiegsniveau wurde die dann folgende Abwärtsbewegung nicht mitgenommen und somit ein insgesamt, durch den ersten Teilverkauf, positives Ergebnis erzielt. Das Trading-Setup, mit und ohne Anpassung des Stop-Levels, wurde bereits detailliert aufgeführt. Da das anfängliche Stop-Loss-Level, auf dem Basiswert gerechnet, 10% beträgt, sollte der Hebel bei einem Long-Hebel-Zertifikat entsprechend nicht zu hoch ausgewählt werden. In diesem Jahr erscheint der WFXXL mit der WKNDX15JM interessant. Der Basispreis des Produktes liegt aktuell, Stand 15. November 2015, bei 590,4327 US-Dollar und die Barriere bei 606,7000 US-Dollar. Dementsprechend weist das Produkt aktuell einen Hebel von 3,11 auf. Hier ist zu beachten, auch wenn die Trefferquote noch so gut ist, wie beispielsweise bei diesem Platin-Trade, gibt es keine Sicherheit für zukünftige Gewinne. Von daher sollte das Risiko- und Money-Management stets Beachtung finden.